Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier aus die Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir laufen jetzt hoch und holen uns hier den Stahl, weil den brauche ich noch. Den Rest habe ich schon eingepackt, ich habe schon ein bisschen was in die Produktion gelegt hier eben gerade. Bis mir aufgefallen ist, Mensch, die Record-Taste hast du gar nicht richtig gedrückt. Naja, gut, okay. Das haben wir jetzt aber, sagen wir mal, nachgeholt und haben die Record-Taste gedrückt und jetzt können wir dann erstmal ein paar Casting-Machines noch machen. Ein paar Induction Furnaces noch machen, die wir nachher brauchen. Und Casting Machines MK1 brauche ich, glaube ich, auch noch für die Glasplatten. Davon habe ich jetzt 2 auf der Tasche, machen wir noch 4. Mir juckt die Nase schon wieder. Ich hoffe nicht, dass ich gleich wieder niesen muss. Was ist mir denn eigentlich, was geht mir denn eigentlich aus, wenn ich Casting Machines machen möchte, MK1? Ach ja, der Backstein an sich. Na gut, dann gehen wir nochmal ganz kurz rüber und holen nochmal was. Und dann... der Backstein noch nicht oben? Hab ich ihn noch nicht nach oben? Doch, da ist er ja. Das ist so ein Symbol, das erkenne ich immer so schlecht. Backstein ist wirklich noch nicht so übergegangen ins Auge, dass ich das so richtig sofort erkenne. So, Casting Machines machen wir mal 5 Stück hinterher. So, okay. So, das sollte dann ja erstmal wieder eine ganze Weile reichen. Und sollte eventuell sogar ausreichen, dass wir das komplette Glasprojekt heute durchziehen können. Zumindestens mehr als die Hälfte davon würde ich gerne heute schaffen wollen. Und dann sehen wir mal weiter. Die Folgen werden jetzt diese Woche etwas kürzer werden. Liegt einfach daran, oder ich versuche sie zumindest, oder versuche mehr darauf zu achten, dass sie 20 Minuten nicht überschreiten, aufgrund von Urlaub. So, jetzt will ich mich im Urlaub auch ein wenig erholen. Irgendwie, irgendwann, irgendwo. Irgendwie fängt irgendwann, irgendwo die Zukunft an. Ich warte nicht mehr lang. Entschuldigung. Ich glaube, hier war es das Maximum auseinander. Bin mir nicht sicher, ne? Jetzt stehen die denn hier auseinander. Lass kurz mal gucken. Ich muss hier jetzt sozusagen... Ah ja, nur ein auseinander, okay. Und was hier ist Maximum auseinander, ne? Hier zwischen. Den. Und da drinnen war es eine Überlappung. Okay. Also, hier nicht das Maximum auseinander. Sondern so. Na. So, dann war hier eine Überlappung. Dann geht das hier weiter mit ein auseinander. Ein auseinander. Jetzt habe ich keine Masten mehr. Was ist das? Hab ich keine Messmasten mehr. Die unten schnell mal holen, damit ich da oben nochmal abmessen kann, wo ich denn hinkomme. Und dann sind ja da oben sowieso die großen Masten, an denen die es verteilt. Dann muss ich mal gucken, wie das Verhältnis mit großen Masten ist. Ich glaube, das ist hier nämlich in der Mitte eine ganze Kiste. So, also hier hätten wir, dann wäre hier die Mitte. Und dann hätten wir hier jetzt und jetzt müsste theoretisch wieder ein Mast mit maximalem Abstand kommen. Und hier ein Mast und dann müsste hier quasi jetzt unsere Glasproduktion, dürfte jetzt hier anfangen. Das heißt also hier, oh, ich hätte Förderbänder noch mitnehmen sollen. Hier müsste dieses Förderband... Das geht natürlich in die falsche Richtung. Für die Dinger sein. So, aber wir können die ja hier unten reinbauen. Das stört ja nicht weiter, ne? Wir könnten die ja sogar hier unten. Genau, das machen wir auch. Das heißt, ich hole mir jetzt ein paar Förderbänder. Und ich mache noch ein paar. Ich glaube, ich kann davon noch jede Menge herstellen, oder? Nee, oh, bloß noch 2 Stück. Was geht mir denn wieder aus? Eisenplatten. Ah ja, gut, das ist kein Problem. Die weiß ich, wie ich sie kriege. Dann mache ich davon noch ein paar mehr. Dann kann ich nämlich schon mal da auch den Unterbau bauen. Von der Aluminiumproduktion. Genau. Und dann haben wir das auch schon. Dann steht das schon mal da. Dann haben wir nachher nicht Schwierigkeiten, dass das irgendwie jetzt schief abgemessen ist oder andere Probleme auf sich zieht oder mit sich bringt. So. Heißt hier. So. Auch wenn mir im Kommentar geschrieben wurde und an der komme ich jetzt mal drauf zurück oder komme ich jetzt mal in die Richtung, wo ihr sicherlich auch drauf gewartet habt, dass ich da darauf reagiere bzw. irgendwas sage dazu. Zumindest das System wird wahrscheinlich drauf gewartet haben, dass ich was sage. Ich wollte im letzten Video da jetzt so nicht so wirklich, wo will ich jetzt hin? Ich habe vergessen, wo ich hin will. Ich habe mir gerade Eisen geholt. Dann habe ich mich ablenken lassen. Davon würde ich ein paar machen noch. Ach ja, die Strommasten. Die müssen hier drin sein, ne? Eine von den Kisten, oder? Ich dachte jetzt so.
Wo hatte ich denn die Strommasten abgelegt? Vor lauter Entgeisterung. Nein. Ach nee, die Förderbänder wollten wir mitgeben. Genau, jetzt. Oh Mann, sorry. So, da wurde ja auch gesagt, ich solle lieber eher klein-klein bauen erstmal, um dann überhaupt erstmal voranzukommen und nicht immer in so großen Dimensionen gleich bauen und dann halt eben der Fortschritt ist dann halt relativ langsam. Na, da muss man mich aber wirklich prügeln, sodass ich davon abkomme, aber naja gut, also es klappt ja schon nicht, dass mir angedroht wird, dass ich andauernd Liegestütze mache. Ich habe mittlerweile schon richtig Arme gekriegt. Für jede Kiste, die ich hier hinstelle. Da freut sich übrigens dann jemand anders drüber, dass die Ärmchen ein bisschen. So. Entschuldigung. Musste jetzt einfach sein. Das musste jetzt einfach sein. So, jetzt gucken wir nochmal. Hier unten ist das jetzt genau das Maximum auseinander, der Mast. Und dann kommt hier der Mast hin. So. Dann müsste das hier sozusagen einmal nach oben gehen dürfen. Von hier an. So. Das können wir dann schon mal einmal abmessen. Hier müsste eigentlich genau am Mast sein, ne? Ne, warte mal. Das ist hier die Mitte. Das ist hier die Mitte. So. Ja, also wie gesagt, das ja, einfach ja. Recht habt ihr. Und recht hat er auch an der Stelle, ne? Also da muss ich unbedingt an mir arbeiten, dass ich da vielleicht eventuell ein bisschen. Das nur wieder. Was ist denn jetzt wieder? Ach, Gottchen. Da muss ich unbedingt an mir arbeiten, dass das besser wird. Und ich da vielleicht eventuell auch dann den nötigen zeitlichen Aufwand so gering halte, wie es geht. Das irdische Rohr habe ich noch. Nur von den Rohren habe ich nicht genug. Machen wir da noch ein paar von. So. Okay. Dann geht's hier weiter. Dann brauchen wir jetzt hier den Abstand. Den haben wir ja da oben rausgemessen. Das müsste dann hier weitergehen. So. So. Und dann hier runter. So, dann brauchen wir hier die Maschinas. So. Und dann ist dann hier schon mal der Unterbau fertig. So, da können wir jetzt... Ach, oh, komm erst noch, okay. So, und jetzt müsste es denn hier weitergehen. Das sieht ja ganz gut aus. Also das hat ja, unsere Abmessung hat da ja geklappt. Unsere Messanschaffung. So, jetzt kommen da die Rohre rein, die müssen wir dann natürlich gleich auch noch halt. Nee. Okay, das ist zu lang um eins. So. Nee. Was ist denn wieder? Jetzt haben wir wieder verguckt hier. Und dann klicke in die Linse. Weil das muss ja unterhalb vom... Oder? Ne, ist genau auf der gleichen Höhe, genau. So, dann geht das hier wieder runter. So, dann kommt hier wieder ein Förderband. Ah, hier. Sitzen. So. So. Hier ein Förderband hin. Dann kommt hier eins hin. Kommt hier quasi der Strommast so hin, dass das eins überlappt. Jetzt müssen wir dann mal ganz kurz wieder den Reststrommast holen. Ah ja, und mir wurde gesagt, ich soll mir mit... Hier nach oben in der Ecke eigentlich sonst sogar nicht. Moment. Nee, stehen sie nicht. Oh, ich hatte gedacht, dass die genau oben in der Ecke stehen. Da sind immer Lampen drin in der Ecke. Ah, okay.
Ich soll mehr mit Blueprints arbeiten. Ich soll mehr mit Blueprints arbeiten. Okay, muss ich dazu in dem Bereich sein, oder? Ach, was weiß ich. Was? Messen. Ne? Problem ist, dass jetzt hier nicht alle Bauteile drin sind. Ich müsste das mal von einem, wo alle Bauteile drin stehen, machen. Naja. So, gut. Ja. Aber so sollte es jetzt einigermaßen gut werden. Ich denke mal, ich muss noch ein paar Kupferrohre machen. Also noch ein paar hundert an hier. So. So, sehr schön. Gut, und dann müssen wir jetzt die Dinger hier noch runtersetzen. Da kriegen wir nochmal 16 Stück los. Für die Glasproduktion. So, sehr schön. Einmal frei. So, beim Silikon brauchen wir auch die Washing Plants. Das heißt, wir brauchen... Ah ja, jetzt weiß man noch, was mir fehlt. Die Dingsbums, die Crusher fehlen mir noch. Oh, kann ich keine machen, weil mir fehlt ein... Schlicht und ergreifend der einfache Stein fehlt mir. Dann holen wir uns den mal. Wir könnten natürlich hier auch einfach ein bisschen so, aber nee. Gut. Hier sieht man nicht, was Stein ist. Aber gehen wir mal ganz kurz rüber und dann holen wir uns noch ein paar Sticks. Steine, das ist ja kein Thema. Dann habe ich hier noch welche drin. Na, ein Crush habe ich hier drin. Das ist jetzt nicht ganz so viele, aber Förderbänder haben wir hier drin. Ach, guck mal hier. Was haben wir denn hier gefunden? Die Strommasten. Sehr gut. Das findet sich alles wieder an. So. Heißt also, wir brauchen nochmal Steine. Die haben wir jetzt hier oben. Ach, guck mal hier, das ist ja Eisen. Wieso ist das so eine starke Eisenaufnahme? Alles nur, weil ich da die Fördermänner rausgenommen habe? Hm. Und hier gleich. Interessant, interessant, interessant. So. Dann wollen wir doch mal ein bisschen Stein hier rausnehmen. Give me more ein paar Steine hier. So. Dann kann ich noch ein paar von den Dingern hier machen. 6 Stück erstmal. Dann gehen wir Backsteine aus. Ja, gar kein Problem, das liegt hier direkt daneben. Dann kann ich noch ein paar davon machen. Ja, damit. So. Gut. Dann kann ich jetzt das Carbon, das kann ich hier oben. Oh ja, gucken, hier muss ich schon wieder Dings dran packen. Habe ich aber nicht dabei. Charcoal. Das Carbon legen wir um in die Produktion Aluminium Produktion mit rein. Was ich jetzt gerade aufgesammelt habe hier. So. Da brauche ich 16 von den Teilen jetzt. Wie viel habe ich denn davon schon? 7 erst. Oh. Das ist natürlich doch deutlich zu wenig. Deutlich. Warte mal, nee, hier. Sind die. So, den kann ich noch 2 machen und dann gehen wir Backsteine aus, okay. Muss ja noch ein paar Stück machen hier, damit ich das hier unten auch gleich bauen kann. Aber wie wir sehen, ist das zu weit auf der Seite, ne? Wieso habe ich denn das denn gekriegt? Dabei habe ich doch extra nach oben gemessen gehabt, oder nicht? Der Mast ist denn... da gebaut. Das müsste ich alles versetzen hier da oben. Wenn mir das irgendwie Sinn ergibt. Ach, du ahnst es ja nicht. Hm, na toll. Gut. Okay. Was brauchte ich dafür für die Dinger jetzt hier noch wieder? Backsteine, okay.
Hol ich auch noch gleich ran. Das ist hier wieder, ich kenn das wieder so schief gebaut, ey. Oh, nee. Uff. Ja, das muss natürlich repariert werden, ne? Da geht gar kein Weg dran vorbei. Scheiße. Entschuldigung, das wollte ich nicht sagen. Habe ich aber, ne? So. Apropos Methangas. Methangas wollte ich mal gucken, wo ich das machen kann. Ich mach das. Irgendwo habe ich schon mal gesehen, dass ich das machen kann. Oder? Da wollte ich ja auch noch dran. So. Zack, nochmal 6 Stück. Was sollte denn genau reichen? 7 plus 2 sind ja nochmal 6. Das passt. Gut. Das reicht dann hin. So. Wir machen 5 von denen noch. Okay, das reicht auch hin. Und dann müssen wir das da oben nochmal abreißen und wieder neu setzen. Alter, nee, hab ich falsch gebaut. Wieso mache ich denn sowas? Wie bin ich denn? Ich habe doch da 23 Mal hoch und runter gemessen. Nur um einmal sicher zu gehen, dass es nicht funktioniert. Oh, nee. Das ist auch so eine Sache, ne? Das hätte jetzt eigentlich auch einmal so richtig schön sein können. Aber ist es nicht. So. So, hier hoch. Die Flüssigkeit dann erstmal weg. So. Dann geht's hier weiter. Muss die Lücke natürlich nicht sein, aber. So. Da haben wir ein Rohr verbaut. Da haben wir daneben geklickt. So, okay. Das schon mal hier. Das Rohr hier hoch. Na, besser. So habe ich mich denn da so wieder verguckert. Das ist doch. Wieder alles. Alles ganz große. Grande la Kacke ist doch das schon. Ah ja, jetzt weiß ich auch, warum die da oben auf der Ecke stehen. Alles klar, okay. Gut, na, es erklärt sich alles. So. Es erklärt sich alles. Man muss ja nur ab und zu mal nochmal nachgucken. So. Ach, das ist ja schon wieder ärgerlich, sowas. Achso, okay. Gerade geguckt, ob er jetzt diese schräge Kabelverbindung doch noch macht, aber macht er nicht. Gut. So. Dann werden wir gleich das andere Dingsbums da wegschmeißen. Das andere, Blueprint. Und dann werden wir hier mal ein so ein langes Blueprint von den Dingern hier machen. So. Mit Lampen und allem, was dazugehört. Unserem Lego-Baukasten, wie das so schön genannt wurde. Ja, wie gesagt, also die Tipps und Tricks, die könnt ihr immer wieder, also ich lerne da jederzeit immer viel dazu, wenn ihr mir schreibt. Ach, dann bräuchte ich erstmal ein paar Knickis noch von oben, okay. Wollen wir mal die Knickis holen und sowas. So, und das hier, das wird abgerissen, ne? Das kann ich so nicht stehen lassen. Das geht absolut nicht. Also das ist ja sowas von aus dem Kurs raus, dass er selbst hier. Ich hab mich noch gewundert, wo ich die Verbindung hier gelegt habe, warum ich hier so viel Platz hatte. Da muss ich ehrlich sagen, da habe ich mich. Ah ja, okay. Da habe ich mich schon einmal richtig drüber gewundert gehabt. Wieso das so aussieht. Also wieso ich da so viel Platz habe, ne? Da dachte ich so, naja gut, okay, ja. Ist halt Platz, ne? Passt schon. Könnte schlimmer sein, also. Aber dass das wirklich. Dann so dermaßen daneben ist, das hatte ich nicht erwartet. Da brennt Festbrennstoff voll. So, okay. Also das müssen wir dann nochmal versetzen hier. Da müssen wir dann mal gucken, dass das hier rüber geht. Das ist ja fieselig.
konnte ich mich denn da so, habe ich mich vermessen? Kennt ihr den von Werner, der immer sagt, habe ich mich vermessen? Ne? Genau um einen Mast versetzt? Das ist ja selten dämlich. Naja, gut, okay, aber haben wir gemacht. Und da hilft jetzt auch kein Wundern und kein Machen, ne? Dumm Gesetz ist dumm Gesetz. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn es dann weitergeht. Ich wollte zwar die Hälfte vom Glas schaffen, habe aber zumindest den Unterbau von beiden geschafft. Das ist auch schon mal ganz gut. Das heißt, wir werden in der nächsten Folge das da quasi jetzt nur versetzen. Also das stört mich einfach, dass das da so steht. Und das werden wir dann rübersetzen. Und dann werden wir uns unser Inventar wieder vollmüllen mit allen möglichen Furzen Feuersteinen. Sehe ich schon, aber gut. Also wir werden den Unterbau bis hierhin bauen, das versetzen, dann das hier oben auch gleich mit hinbauen. Ich hoffe, dass mein Inventar dann ausreicht für alles und dass ich das dann wieder ein bisschen zusammenbringen kann. Wird schon schief gehen. Alles klar, wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bis denn. Tschüss.